Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und ich bin total aufgeregt. Ja, meine Stimme geht's besser. Ich huste auch nicht mehr so rum. Ich wollte es ehrlich gesagt euch einfach nicht antun. Bei anderen klitzekleinen Videos, beziehungsweise bei Pokémon Go und so weiter, konnte ich es wenigstens rausschneiden. Da war es nicht ganz so schlimm. Aber jetzt innerhalb eines Let's Plays dann irgendwelche Teile rausschneiden, das ist... Nee, das wollte ich euch nicht antun. Und, ja, bei Dragon Age Origins war ich wenigstens so schlau. Ich habe vorab aufgenommen. 17 Folgen sind sogar, habe ich schon im Kasten. Von daher kann ich ganz entspannt die Folgen immer hochladen, egal was passiert. Es sei denn, mein Laptop macht irgendwann irgendwelche Faxen und gibt den Geist auf, was ich aber nicht hoffe. Er läuft nämlich super. Das war jetzt Klopf auf Holz. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind immer noch auf dieser Eiseninsel und gehen mal weiter. Denn hier wartet noch ein wunderschöner Doppelkampf auf uns. Es würde deinen Pokémon zugute kommen, wenn wir kämpfen würden. Natürlich würden auch meine Pokémon davon profitieren. Jeder hätte etwas davon. Also lass uns kämpfen. Okay. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser als hier trainieren kann? Hä? Ja. Eventuell. Okay. Julian und Ulrike möchten kämpfen und... oh Gott, dieses Hippo... Hippo... Wat? Hippoterus. Dieser Sprite, diese roten Augen. Hat ein Hippoterus schon immer rote Augen? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Keine Ahnung, aber ich bleib mal bei Strauchler. Und ich denke, bei Hippoterus ist es eine gute Idee. Ich meine, so ein Nilpferd bringt doch ganz bestimmt einiges auf die Waage. Und ja, es steht ja hier geschrieben, es war sehr effektiv. Das ist gut. Sehr gut sogar. Huhu. Und okay, wir haben sogar ein Level-Up mit Marilyn erreicht. Das ist nice. Finde ich toll. Finde ich sogar sehr, sehr, sehr toll. Und ja. Aurasphäre. Okay. Mal gucken, was Knogger dazu sagen wird. Gott sei Dank ist es kein Alola-Knogger. Denn ich glaube, dann hätten wir mit Marilyn etwas die Arschkarte. Okay, Risikotackle. Und ein Sandsturm. Wo kommt der denn plötzlich her? Bestimmt von Knogger. Hätte ich doch bloß besser aufgepasst. Oh, eine Nidoqueen. Das ist doch mal cool. Strauchler, 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 Strauchler. Ach, machen die es uns aber vielleicht einfach? Okay. Das ist sehr effektiv. Schön, Knogger ist weg. Nidoqueen ist fast besiegt. Und Nidoqueen setzt Erdkräfte ein. Also die Animation, die ist schon mal nice. Die ist richtig, richtig cool. Oh. Und sobald Lucario weg vom Fenster ist, müssen wir wieder alles alleine machen. Oh. Okay. Jetzt kommt ein passendes Nidoking. Oh Gott. Nidoqueen und Nidoking, was für ein Dream Team. Aber um Nidoqueen müssen wir uns Gott sei Dank keine Sorgen mehr machen. Und seht euch einfach mal diese Level an. Gott, ich bin mit meinem Team so unterlevelt. Aber egal. Marilyn wird's schon richten. Okay, Erdkräfte. Das ist nicht ganz so schön. Und Lucario ist besiegt und Marilyn muss jetzt leider Gottes alles alleine machen. Voluminas. Ah, das ist doch dieser komische Mexikaner da. Ja. Es sieht aus wie ein Mexikaner. Aber wir besiegen jetzt Nidoking erstmal. Dann haben wir nämlich eine Sorge weniger. Und ich bin so froh, dass unser Mitbringsel, also unsere Begleitung, dann unsere Pokémon heilt.
Das ist dann schon mal richtig nice und Ladungsstoß macht nicht so viel Schaden. Aber dafür sollte Strauchler eigentlich recht gut reinhauen. Oh, Stolos. Ja, gut. Stolos dürfte da, glaube ich, auch kein Problem sein mit Strauchler. Wieso habe ich jetzt Stolos ausgewählt? Ich wollte Voluminas platt machen. Mist, das kann ich eigentlich. Oh Mann. Das ist doch mal wieder typisch, Elsa. Aber gut, dann werden wir erstmal uns um Voluminas kümmern. Klar, jetzt hätte ich natürlich Stolos treffen können, weil das nette, wunderschöne Schutzschild-Dingens fehlgeschlagen ist und ein weiterer Sandsturm tobt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Deshalb werde ich Marilyn erstmal mit ein bisschen Milch bewerfen. Oder lieber Milch? 100 Punkte. Wir bleiben mal bei Milch. Ja doch, reicht. Okay, Kumumilch richtet es. Und Schutzschild. Das war ja sowas von klar. Okay. Voluminas erholt sich. Sehr schön. Ich glaube, das Voluminas könnte uns noch Probleme machen. Aber wir gehen erstmal... Obwohl, wir gehen jetzt nicht auf Voluminas... Ja doch, wir gehen auf Voluminas. Sicher, sicher. Okay. Der Sandsturm tobt immer noch. Und es passiert nichts. Aber ich glaube, Voluminas dürften wir genau... Schutzschild habe ich nämlich fast schon befürchtet, weswegen ich lieber auf Voluminas gegangen bin. Und... Ja, Erfahrungspunkte kriegen wir auch en masse. Das ist gut. Und, ja. Jetzt müssen wir uns um dieses Stolos kümmern. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ist das schon das letzte Pokémon, was wir besiegen müssen? Ja, oder? Oder? Ja, ja, ja. Es war das letzte Pokémon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir kriegen eine Stange Geld. Schade, dass wir gerade in dieser komischen Höhle sind. Und ein Pokémon! Zwei Pokémon! Flunkiefer und Magnezone. Heißt das eigentlich Magnezone? Oder also Magnezone oder Magnetzone? Magnetzone oder Magneson? Ach, keine Ahnung. Ich sag einfach immer Magnezone und Rau. Nee, Quark. Was rede ich eigentlich heute? Oh Gott. Magnetzone nenne ich das immer. Jetzt habe ich's. Dankeschön. Und da sind schon wieder... Ich glaube, das sind solche Galaktiktypen, oder? Hallo, Urs. Das Eisenerz muss erschöpft sein. Jetzt gibt's hier nur noch Pokémon. Ich verstehe. Hallo. Und jetzt sagt sie auch, ich verstehe. Toll. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind Team Galaktik. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Du sagst es, Kumpel. Genau so machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Eiseninsel. In Freud und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Elsa, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Okay, dann hoffe ich, dass wir nicht verlieren. Okay, wow, oh oh.
Dieses Hundemon macht mir schon ein bisschen Angst. Denn Hundemon und Marilyn ist nicht so ganz der Bringer. Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe mal aufs Nibuna. Denn eine Pflanzenattacke auf Hundemon zu machen, erscheint mir nicht sonderlich als gut. Okay, Nachthieb auf Marilyn. Und es ist effektiv. Gott sei Dank. Ich will ja nicht schadenfroh sein, aber zum Glück hat Hundemon Lucario ausgewählt, obwohl... Ha! Ernsthaft? Und schon müssen wir die ganze Scheiße selber machen. Also, Urs hätte echt mal mehr Pokémon einstecken müssen. Ganz ehrlich. Das ist doch nicht wahr. Knirscher. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Despo. Oh nein. Despota. Ich krieg die Krise. Und ich habe das doofe Gefühl, wir hätten erstmal einen netten Trank einwerfen dürfen. Aber vielleicht besiegen wir ja Despo erstmal. Sorry, Despo, an dieser Stelle. Also nicht dieses Despo, sondern halt Despo, Despo. Jeder, der Leinert X kennt und so weiter und die Community, der weiß, wovon ich rede. Und ein Sandsturm tobt. Sehr schön. Aber zumindest hilft der Sandsturm uns. Und diesmal werde ich keine Kuhmuhmilch verwenden, sondern einen Hypertrank. Was? Nein! Nein! Einfach nein! Ah, okay. Das ist scheiße. Ich glaube, wir müssen austauschen erstmal. Denn sonst haben wir ein dezentes Problem. Sirius ist Gestein. Flammenwurf dürfte, glaube ich, genau. Ah! Sirius brennt auch noch. Was? Aua. 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 So. Wie schmeckt dir hier diese wunderschöne Kampfattacke? Ich glaube, Flammenwurf dürfte Sirius aushalten. Noch einmal. Mensch! Es geht einfach daneben. Es geht einfach daneben. Oh oh. Oh wow, wow. Stopp, 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 stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Hyperheiler hätten wir hier im Angebot, aber ich habe hier ein... Genau. Hilft bei Wunden, füllt die KP eines Pokémon vollständig wieder auf. Nein. Kumu-Milch, wie sieht's damit aus? Ja, eine Kumu-Milch reicht voll und ganz für Sirius. Okay, die Kumu-Milch wird eingesetzt. Und Hundemon setzt Knirscher ein. Okay, die Verbrennung ist nicht ganz so nice. Tiefschlag. Das trifft nämlich wenigstens. Ist aber nicht sehr effektiv. Das ist scheiße. Nein! Oh Gott! Oh Gott, nein! Dieser scheiß Sandsturm. Klar. Bye bye, Baum. So ein Mist, aber auch. Ich weiß, das ist jetzt nicht die schlauste Entscheidung. Ist mir voll und ganz klar. Aber... Nein, wieso habe ich Sonntag gemacht? Ich wollte keinen Sonnentag machen. Und Hundemon legt auch noch ein Quid hin. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich glaube, das Spiel hasst mich. Donald. Donald, komm raus.
Komm raus, spielen mit einem wunderschönen Surfer. Ja, bitte, bitte, Surfer. Halte dieses Knirscher aus. Bitte, ich bitte dich. Meryl, bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Oh. Nein. Zumindest wird Hundemon getroffen von diesem wunderschönen Sandsturm. Ich schick mal Eros rein. Hundemon versus Hundemon. Und dann werde ich, ich glaube, kann ich jetzt bei Marilyn einen Trank einsetzen? Ja. Gut, das ist nämlich schon mal die Vorbereitung dafür, dass wir Marilyn dann wieder ins Spiel bringen könnten. Und ja, Flammenwurf dürfte jetzt eigentlich nicht ganz so viel Schaden machen, hoffe ich zumindest. Auch wenn der Levelunterschied natürlich reinhaut. Und der Sandsturm macht zumindest bei Hundemon kontinuierlichen Schaden. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Und ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Hunde... Also Flammenzahn. Nee, Quark, Feuerzahn. Wie komme ich bitte auf Flammenzahn? Okay. Hat nicht so viel Schaden gemacht. War mir klar. Levelunterschied. Und dann, ja. Ist nicht gerade effektiv, aber ich denke, Hundemon dürften wir gleich besiegen können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh dear. Das kann echt noch was werden hier. Das kann echt wirklich noch was werden. Hm. Ich schicke Marilyn raus. Und mach mal Zerschneider. Wir sind schneller, das ist gut. Und das ist noch besser. So, Hundemon haben wir aus dem Spiel gekriegt. Marilyn hat ein kleines, nettes Level-Up. Wow, die KP. Spezialverteidigung sieht auch richtig nice aus und die Initiative. Ja, das ist nice. Der Sandsturm ist nicht so sonderlich nice. Noch zwei Pokémon. Okay, das werden wir doch schaffen. Brutalander. Okay, Brutalander ist auch relativ schwierig. Also, nee, nicht schwierig, sondern schwer. Von daher, Strauchler ist doch nicht so gut. Was? Das ist scheiße. Das ist nicht so toll. Aber das sollten wir doch hoffentlich schaffen, diesen Kampf, oder? So mit Ach und Krach? Ich mach mal Blättersturm. Es ist eine starke Step-Attacke. Naja, hat zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Dass jetzt der Spezialangriff sinkt, ist nicht ganz so toll, aber... wow. Warte. Flugattacke und Marilyn, das ist, glaube ich, keine gute Attacke. Gute Idee. Das heißt, Kukui wird's abfedern. Denn Kukui ist ein Flug-Pokémon. Dürfte da nicht sonderlich effektiv sein. Oder? Auch wenn's reinhaut. Aber gut, das war halt dieser Levelunterschied, ne? Oh Mann. Oh Mann. Ich muss es wagen, Zerschneider. Was? Nein. Knirscher. Okay. Wow, wow, wow. Chill doch mal, Brutalander. Oh, 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 oh. Au. Okay. Schnell einen Hypertrank einwerfen. Gott. Und ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass dieser Kampf jetzt so lange dauert. Das heißt, egal wie dieser Kampf jetzt ausgeht, nach diesem Kampf mache ich dann erstmal Schluss für diesen Part. Und oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst, was jetzt passiert. Ich werde mal just in case ganz schnell noch ein Beleber irgendwie
reinhauen. Genau, da ist der Beleber. Wen belebe ich denn? Erstmal Sirius. Dann haben wir wenigstens ein Pokémon erstmal, wo wir drauf gehen können und dann gegebenenfalls Marilyn wieder beleben können. Au, au, au. Das tat weh. So, Marilyn wurde von dem Sandsturm getroffen. Brutalander wurde auch getroffen. Wir sind schneller als Brutalander, das weiß ich. Und da war es nur noch ein Pokémon, was übrig blieb. Das ist gut. Also wir schaffen den Kampf, denke ich. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ich weiß, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Aber ein Glibunkel, ernsthaft? Ein scheiß Glibunkel, Level 34. Willst du mich verarschen? Willst du mich ernsthaft verarschen? Aber ich glaube, da können wir erstmal ganz gechillt eine Kumumilch einsetzen. Es ist mir jetzt trotzdem einfach zu heiß, dann einfach mal Marilyn loshauen zu lassen. Angeberei. Klar. Alles klar. Fun Fact, Glibunkel war übrigens das erste Pokémon, was ich in meiner X-Edition mit dem Pokémon-Radar Shiny gehuntet habe. Ich habe es dann auch im Endeffekt bekommen. Ich habe die 40er-Chain dann hingekriegt, habe dann gewartet, bis ein Grasbüschel glitzert und dann bin ich reingestolpert. Hat funktioniert, hat auch lang genug gedauert. Und ja, wir haben diesen Doppelkampf gewonnen. Das ist gut. So, die kotzen jetzt natürlich ziemlich ab und sein Herz ist gebrochen. Es tut mir leid. Wir sind ein Herzensbrecher. Wir sind Herzensbrecher. Oh ja, 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 klar. Bye, bye. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal. Oh, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Ja. Danke. Leider hast du keinen Platz, um ein weiteres Pokémon aufzunehmen. Also gut, ich warte hier auf dich. Okay. Das ist cool. Und ich würde sagen, dieses nette Pokémon-Ei werde ich dann in der nächsten Folge aufnehmen. Werde im Schnelldurchgang das ausbrüten, sodass wir dann im nächsten Part rausfinden, was in dem Ei drin steckt. Und ja, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.